dort mit exakt jenen 11 Mann, die in Magdeburg verloren. Trainer Oral gibt ihnen also eine neue Chance. 41. Minute, Braunschweigs Kapitän Meyer foult Kamlott. Schiedsrichter Giese entscheidet zu Recht auf Elfmeter. Leipzigs Frahn im Stil von Panenka. Dazu gehören Mut und Selbstvertrauen. Kurz vor der Pause Freistoß RB. Rosin dreht sich schön in den Ball hinein. 2:0, eine Vorentscheidung vor 1300 Zuschauern. In der 47. Minute erneut eine Standardsituation. Eckball Rockenbach da Silva. Wieder ein Kopfballtor, diesmal von Frahn, 3:0. Das Spiel läuft in den erwarteten Bahnen. RB mit mehr Ballbesitz und die Leipziger spielen jetzt ihre individuelle Klasse aus. Carsten Kamlott wird immer besser. Der krönende Abschluss fehlt. Braunschweig, eine Mannschaft, die gegen den Abstieg kämpft, besitzt nur noch gelegentlich Möglichkeiten. Ganz deutlich die Überlegenheit der Messestädter. Und Carsten Kamlott kommt doch noch zu seinem Tor. 4:0. Ein klarer Erfolg von Rasenballsport, so wie erwartet. Sie verringern den Rückstand auf Spitzenreiter Chemnitz jetzt auf 13 Punkte.